Samstagnachmittag um 15.19 Uhr war das Darmstädter Drittliga-Abenteuer nach zwei Jahren schon wieder beendet. Ein 1:1 Unentschieden im direkten Abstiegsduell gegen die Stuttgarter Kickers war zu wenig. Ein einziges Tor trennte die Lilien letztlich vom Klassenerhalt bei zwei Aluminiumtreffern vor eigener Kulisse. Da halfen auch die tröstenden Worte einiger Fans wenig. Der leere Blick von Trainer Dirk Schuster bei der anschließenden Pressekonferenz sprach Bände. Aber ganz normal, dass ich jetzt in dieser Situation gar nicht mehr so viel zum Spiel sagen möchte, weil das ist auch eine gewisse Leere da ist, auch ganz normal und auch schwerfällt, die richtigen Worte zu finden. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Nochmal Glückwunsch nach Stuttgart. Bis vor einem halben Jahr hatte Dirk Schuster selbst noch die Stuttgarter Kickers trainiert. Dem Club von Fußballchef Guido Buchwald reichte am Ende ein Punkt zum Klassenerhalt. Der Trost der Schwaben, ein Tropfen auf den heißen Stein. Fällt mir ein bisschen schwer, weil die andere Mannschaft steigt ab. Trainer, die ich gut kenne. Und auch eine sehr tolle Mannschaft. Es ist manchmal unverständlich, warum solche Mannschaften kämpfen unten und nicht oben und oder im Mittelfeld. Deswegen, es tut mir ehrlich wirklich leid, dass ich meine Klasse halt kommentieren muss, einen Abstieg von den Gegner. Aber so ist Fußball und wir nehmen natürlich gerne mit nach Hause. Und ich wünsche Darmstadt, entweder drin zu bleiben auf andere Gründe oder nächste Saison wieder aufzusteigen. Dennoch besteht die Hoffnung, dass Offenbach, Osnabrück oder Burghausen die Lizenz nicht bekommen und somit anstelle der Lilien in die Regionalliga müssen. Immerhin konnte Darmstadt am Dienstag den Hessen-Pokal gegen Wien-Wiesbaden gewinnen und tritt somit in der kommenden Saison im DFB-Pokal an. Dass man obendrein am grünen Tisch auch weiterhin drittklassig bleiben kann, darauf wollte sich der Trainer zunächst nicht einlassen. Wir nehmen das erstmal heute so hin, dass wir sportlich es nicht geschafft haben, die 40-Punkte-Marke zu erreichen. Dementsprechend wir auch nach dem heutigen Spieltag unterm Strich stehen. Alles andere liegt eh nicht in unserer Macht und muss irgendwie der DFB mit seinen Lizenzierungsverfahren klären. Tatsache ist, wir sind abgestiegen und andere Gedanken verbieten sich jetzt gerade. Derweil hat der Vorstand und Präsident Rüdiger Fritsch ein Thesenpapier formuliert. Dirk Schuster soll als Trainer gehalten werden. Zudem drängt die Clubführung nun doch auf einen Klassenverbleib im Lizenzierungsverfahren. Zitat: Ungerechtigkeit und Ungleichbehandlung werden wir nicht hinnehmen. Die Lilien kämpfen auch noch nach dem Schlusspfiff.